herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute bin ich mit euch an einer verlassenen Gaststätte, die seit Jahren leer steht. Zu diesem Objekt kann ich leider noch nicht sagen, wie lange das schon leer ist, warum das leer ist. Ich würde sagen, wenn ihr Bock habt, kommt mit und ich sage bis gleich. Ja, so, jetzt kommen wir gerade in den ersten Raum rein. Hier ist eine sehr, sehr alte und kaputte Toilette mit einer Kloschüssel, überall den Flur, überall den Steine. Das Dach fällt runter mit einer Stehtoilette. Dann haben wir hier eine separate Toilette, auch mit einer Kloschüssel. Ja, das ganze Dach fällt hier schon runter mit einer Lampe. Überall Spinnweben, überall Mücken. Dann haben wir hier jetzt, das war wahrscheinlich so ein kleiner Bereich hier mit Waschbecken. Hier haben wir wahrscheinlich auch einen Spiegel, der aber auch leider kaputt gemacht worden ist. Die Tapete fällt ab. Also ja, auch wie hier, das Dach fällt um. Der Spiegel ist zum Glück noch heile, aber ist auch richtig dreckig. Kleines Waschbecken, überall Müll, überall Sachen, die zum Waschbecken dazugehörten. Kommen wir jetzt in den Außenbereich, glaube ich. Ja, hier liegt überall Sachen rum. Ich möchte jetzt aufpassen, hier ist überall Schimmel. Spülbecken, Fenster, Teppiche. Dann, ja, das ist der kleine Empfangsbereich hier. Ja, hier kommen wir jetzt leider nicht rein, weil die Tür ist komplett zu. Ich mache das jetzt auch nicht mit Gewalt auf. Haben wir hier noch eine kleine Schiebetür, die man zumachen konnte. Mal ein bisschen hier aufpassen. Hier ist überall komplett Schimmel. Ein alter Ofen. Überall ist schwarzer Schimmel. Die Fenster sind irgendwie komischerweise noch heile. Ein kleines Regal. Vielleicht haben die hier Bücher gelagert, Kochbücher. Ein alter Besen. Ich komme hier wahrscheinlich wohl in die ehemalige Küche rein mit einem Armaturenwaschbrett zum Abwaschen. Jo, jetzt überall Schimmel. Da wächst überall schon Moos. Eine Gartenschere, Steckdosen und sogar eine Rolle. Mal gucken, ob das funktioniert überhaupt. Mal gucken, ob das überhaupt. Nee, der Rolle funktioniert leider auch nicht mehr. Überall Pflanzendünger, alte Büsche. Badewanne mit einem Spiegel, mit einer alten Heizungsanlage. Überall Müll, hier ist überall Schimmel. Ich muss ein bisschen aufpassen, wo ich hier hinlaufe. Ja, eine kleine Tür mit einer kleinen Toilette wieder. Da hängt sogar noch Klopapier. Also heißt, man kann ja auch Klopapier benutzen, wenn man hier irgendwann nochmal drauf gehen sollte. Ich denke, das Gebäude wird wahrscheinlich wohl abgerissen werden, weil das ist komplett kaputt. Hier liegen noch überall alte Sofas, eine alte Deckenlampe, altes Lattenrost. Tapete, hier ist alles noch so richtig schön schick. Teppiche, Kleiderhaken, konnte man hier die Sachen draufhängen. Hier ist komplett zu die Tür. Jetzt habe ich auch noch einen kleinen Bereich hier mit kleinen Kommoden, die man aufstellen konnte. Auch wieder Tapete, Bettwäsche, wieder ein kleines Klo, wieder mit Waschbecken, Toilette, Handtücher. Alles voller Spinnweben. Ich denke mal, das Gebäude ist vielleicht schon seit 30 Jahren oder so verlassen, weil das kommt auch außen schon runter. Dann geht es hier unten in den kleinen Kellerbereich rein. Hier funktioniert auch nicht mehr. Notschalter. Hallo? Jetzt gehen wir hier gerade mal die Treppe mal hoch. Ich weiß nicht, wie viel die Treppe noch aushält. Oha. Kommen wir hier in die ganzen Zimmer an. Ich weiß jetzt nicht, wie viel der Boden da aushält. Mit einer alten Heizung, ein Balkon, der leider schon kaputt ist. Der ist auch schon runtergekommen. Lampen, Tapete fällt zum Glück noch nicht ab. Auch wieder eine kleine Toilette wieder mit Waschbecken, Toilette, Dusche, Badewanne, überall Spinnweben. Da fällt der Putz und die Decke schon ab. Auch wieder ein kleines Zimmer. Vielleicht konnte man hier auch drin übernachten, weil hier ist auch wieder Waschbecken und Spiegel. Das Gebäude ist irgendwie jetzt nicht so zerstört, dass man hier überhaupt nicht reingehen kann. Ich weiß nicht, wie viel der Boden da raushält. Ja, hier ist auch wieder ein kleines Zimmer. Da ist wahrscheinlich wohl wieder eine Toilette drin. Hier ebenfalls sind genau die gleichen Räume, die hier oben auch drin sind. Ja, ich denke, hier gibt es nicht so viel zu sehen, weil alle Räume gleich sind.
Jetzt kommen wir gerade in das Dach rein, was auch nicht isoliert ist. Überall fällt auch schon mal was ab, da ist überall Holz. Da geht es noch höher, da oben ist leider schon einschussgefährdet, da gehe ich nicht hoch. Ein alter Schrank. Das ist eklig hier. Oh. Die Treppe mal wieder runter. Das Gebäude ist eigentlich sonst schön. Bis dass es komplett zerfallen ist. Überall Spinnenweben. Eine richtig schöne Deckenleuchte noch.